Dann sage ich herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend an euch alle da draußen. Schön, dass ihr mit dabei seid, live quasi zum Podcast hier im Gasthaus zum Rollenden Würfel. Und ich bin nicht alleine hier auf der Bühne, sondern neben mir sitzt der kühlste, kalte Gast, den wir haben. Selbst die Schneemänner verneigen sich vor Kälte vor ihm. Es ist Frosty. Einen wunderschönen guten Abend. Moin, moin. Schön, dich wieder im Gasthaus zu haben, Frosty. Ja, ich habe euch auch vermisst. Eine sehr schöne Runde. Konnten wir erst letzte Woche rezipieren, aber niemals vergessen. Absolut, absolut. Immer ein Ehrengast bei uns im Hause. Und auch, ich sehe schon auch im Chat, viel Applaus und Herzchen für dich. Ja, Frosty, was machen wir denn heute? Wir sprechen über magische Gegenstände. Das ist unser Hauptthema und du bist da ja einfach Experte darin, muss ich ja mal so sagen. Du spielst seit über 7 Jahren das Schwarze Auge und YouTubest seit 2016. Also du bist einfach das YouTube-Urgestein und damit bist du einfach für mich der Experte, wenn es um solche Detailfragen geht, wie eben magische Gegenstände. Also du bist hier wirklich prädestiniert für das Thema heute, würde ich mal sagen, oder? Ja, also ich meine, es gibt natürlich Leute, die sind schon ein bisschen länger mit dabei, aber ich mache das schon ein bisschen, ich glaube, ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit magischen Gegenständen. Unabhängig von dem schwarzen Auge kann ich auch über andere Systeme reden und ich glaube, das wird heute ein sehr interessanter Talk, wo wir viel zu beitragen können, hoffe ich zumindest. Ja, absolut, das hoffe ich auch. Da fangen wir doch auch gleich schon mal an. Magische Gegenstände in unterschiedlichen Spielsystemen. Frosty, du spielst ja nicht nur das Schwarze Auge. Wie ist denn so dein Gefühl, was magische Gegenstände angeht in verschiedenen Pen-and-Paper-Systemen? Ja, das ist sehr divers, würde ich sagen. Also DSA geht ja auch ganz anders damit um, als sagen wir jetzt Dungeons & Dragons bzw. Pathfinder, wo ja sehr lax mit den Artefakten, sag ich einfach mal, umgegangen wird. Dann gibt es natürlich auch so Sachen wie Cthulhu, wo man ja in einer sehr unmagischen Welt generell spielt und dann mit dem kosmischen Schrecken konfrontiert wird. Also über die verschiedenen Systeme zieht sich das dann sehr breit hinweg, wie da mit magischen Gegenständen und deren Anwendung umgegangen wird. Aber es ist ja nicht immer nur ein Artefakt, denn du hattest es schon gesagt, es sind Gegenstände, das bedeutet auch der Zauberstab von einem Magier oder auch im Prinzip der Heiltrank. Auch das sind magische Gegenstände, die wir uns heute angucken können. Absolut, absolut. Und es ist ja auch, finde ich, ganz unterschiedlich stark gewichtetes Element in den Systemen. Ne? Also dass nicht jedes System liebt es, wenn die Spieler sich so richtig eindecken, oder? Wie siehst du das? Ja, genau. Es gibt oder es gab früher in 4.1 sogar einen sogenannten Artefaktkontrollwert, mit dem bestimmt worden ist, wie viele Artefakte die Spieler überhaupt am Mann haben dürfen. Das wurde also da dann ganz effektiv mit Regeln begrenzt. Und ja, die DSA ist da so ein bisschen stiefmütterlich, würde ich sagen. Absolut, absolut. Wenn man da so die Spieler auch noch gängelt damit, ne? Ja. Meine Erfahrung, ihr wisst, meine Erfahrung ist ja noch ein bisschen Dungeons & Dragons, da geht es ja eher genau in die andere Richtung. Mein Gefühl war, dass je höher man steigt in den Levels der Spieler, desto wichtiger werden magische Gegenstände, dass man regelrecht irgendwann an den Punkt kommt, dass man ohne magische Gegenstände fast nichts mehr gegen starke Gegner ausrichten kann. Also sprich, sie sind faktisch immanent, um weiterzukommen im Spiel. Das ist ja schon ein Unterschied. Oder? Ja, definitiv. Also ich denke da immer so an die verschiedenen Magier, die ich bei mir habe. Die können natürlich noch eine ganze Menge in ihren Stab reinsprechen. Also so, ich sag mal, der Flammenzauber, der braucht ja im Kampf immer ein bisschen, damit er dann nach draußen gewirkt wird. Oder wenn du eine Illusion oder sowas sprechen willst. Ich denke ja da jetzt gerade zurück an die Folge, die wir bei uns hatten, wo wir gegen den Ogre gekämpft haben. Also wenn du dann mit Kampfrunden arbeitest und
wie schnell ein Magier wirklich dann noch wirken kann, dann bist du im Kampf so ein bisschen begrenzt. Das kann dann eben durch Artefakte oder durch Stabzauber, kann das alles sehr vereinfacht werden. Aber ich glaube, viele Spielleiter sind auch so ein bisschen, die wissen nicht genau, wie sie damit umgehen können, habe ich zumindest das Gefühl. Und gerade wenn du sehr, sehr mächtige Dinge reinpacken willst, also so ein Flammenball, das geht immer noch. Aber so eine Dämonenbeschwörung in Stab einsprechen oder einen Djinn herbeirufen, da kann man sich ja viele Dinge ausdenken und das kann sehr, sehr mächtig werden. Und das ist schwierig zu balancen. Wie sollte man denn deiner Meinung nach damit am besten umgehen? Ja, also ich glaube, da sollte man tatsächlich auf den Spielleiter auch ein bisschen zugehen und ihn fragen, hier, wie sieht es denn aus? Hast du ein Problem damit, wenn ich mir jetzt diese Elementarbeschwörung in den Stab reinspreche? Oder hast du ein Problem damit, wenn ich mir jetzt einen Ignisfero-Flammenball in den Stab reinspreche oder in dieses Artefakt? Das kann ja so eine Kugel sein, das können irgendwelche Fläschchen sein, die flüssige Artefakte, die ich dann meinetwegen austrinke und dann einen Armatrutz bekomme, wo mir dann so eine Schuppenrüstung wächst. Das kann ja sehr unterschiedlich werden. Ich glaube aber, wenn die Spieler offen auf den Spielleiter, auf den Meister zugehen und dann so mit ihnen reden, das kommunizieren, dann sollte da auch vielleicht nicht abgeblockt werden. Man muss das nur in der Hinterhand haben, nach dem Motto, Heiko kann jetzt innerhalb von wenigen Sekunden einen Rüstungsschutz von meinetwegen 5 bekommen als Magier, wenn er diese Flasche austrinkt. Und dann kann ich eben auch den zweiten Ork oder den dritten Ork auf dich ansetzen, weil ich genau weiß, du bist so mächtig. Und ja, dann kann man das balancen. Wie ist denn, also klar, Tränke ist natürlich eine super Sache, weil die ja verbraucht werden. Aber wenn man jetzt mal gerade an Gegenstände denkt, die man, Entschuldigung, Ausrüstungsgegenstände, die man anzieht, bist du auch so ein Meister, der dann auch rigoros wertvolle Gegenstände den Helden wieder wegnimmt? Nee, wegnehmen tue ich nicht. Es gibt ja immer mal wieder so Abenteuer nach dem Motto, ihr landet alle in einer Gefängniszelle und habt nur eure Kleidung an. Was? Ansonsten, wer macht denn sowas? Das magische Schwert. Ja, das magische Schwert habt ihr nicht und diesen Gürtel, diesen Kraftgürtel, der eure Körperkraft auf 30 hochsetzt, der ist alles weg. Also da gibt es ja eine ganze Menge Leute, die Artefakte geben und dann im nächsten Abenteuer sind sie wieder weg. Bin ich kein großer Freund von. Wie gesagt, es muss einfach nur im Hinterkopf sein, dass du diesen Kraftgürtel hast, dass du diesen Ring hast, mit dem du dich wegtransversalisieren kannst, also wegteleportieren. Das muss bekannt sein und dann kannst du die Gefahren, wie gesagt, anpassen oder die Rätsel erhöhen. Ne? Also auch die Gegner können ja diese Artefakte haben, das schließt sich ja gar nicht aus. Ja. Warum soll nicht, wenn du gegen einen Magier kämpfst, also beim Straßenräuber ist es vielleicht nicht ganz so gang und so möglich, aber wenn du mal nicht gegen den Straßenräuber kämpfst, sondern gegen die Stadtwache, vielleicht haben die einen befreundeten Alchemisten, vielleicht haben die einen befreundeten Magier, die laufen da ja auch rum, vielleicht haben die auch sowas. Aha, ja, macht Sinn. Und Ich glaube, du hattest auch eben einen ganz wichtigen Faktor angesprochen bezüglich der Tränke. Kannst du auch auf alle anderen Artefakte anwenden. Denn wenn du ihn trinkst, ist es weg. Also eine einmalige Benutzung eines Artefakts. Auch darüber lässt sich eine ganze Menge handeln. Wenn du jetzt also sagst, wir haben Artefakte, die lassen sich nur ein-, zwei- oder dreimal anwenden, ist es ja was ganz anderes, als wenn du sagst, es ist ein Artefakt, was jeden Tag dich einmal unsichtbar macht. Also dieser Cloak, dieser Invisible Cloak von Harry Potter, den wirfst du dir einmal um und dann kannst du im Schloss rumrennen und irgendwie dem Hausmeister ausweichen. Lässt sich schwierig irgendwie gegen steuern. Der Hausmeister kann da einfach nichts machen bei Harry Potter. aber wenn du sagst, das muss ich wieder aufladen und zwar, du kannst das jetzt benutzen, dann musst du eine Woche warten. Dann ist das wieder zu handeln. Und ja, dann musst du dir genau überlegen, willst du das jetzt anwenden oder vielleicht in 2 Tagen? Ja, absolut. Absolut. Da sprichst du was an, da will ich ganz am Ende des Podcasts nochmal mit dir drüber reden, nämlich über das Erschaffen von Artefakten. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten der Artefaktmagie und ich glaube, da werden wir da auf diese verbrauchbaren und sich selbst aufladenden Artefakte nochmal im Detail eingehen, aber da gebe ich dir natürlich recht. Das ist ein Ding, das finde ich ganz besonders toll an DSA, dass es solche Möglichkeiten gibt, auch Ausrüstungsgegenstände in ihrer magischen Eigenschaft zu limitieren sozusagen. Ne? Was denkst du denn über Nachteile?
Also sprich, man hat einen magischen Gegenstand, mal so ganz klischeehaft gesagt, der Helm des Schwarzen Ritters, und du setzt den auf, dann bist du halt, keine Ahnung, Stärke plus 3 oder so. Dafür wird aber deine Sicht eingeschränkt, weil das Visier ist so dünn und Sichtmodifikator plus 1 oder so. Ja, finde ich sehr interessant. Gerade wenn du, also bei so einem Helm, ist das, glaube ich, dann noch sehr offensichtlich. Aber gerade wenn diese Nachteile nicht unbedingt sichtbar sind, beispielsweise das Metall von diesem Ritterhelm ist verflucht. Schwarzes Metall oder verfluchtes Metall. Und da wohnt ein Dämon drin oder ein Geist. Und der beeinflusst dich dann, der spricht dann mit dir, der flüstert dir böse Dinge ein. Hey, Heiko, willst du nicht irgendwie Oscar töten oder so? Wie wär's? Ja. Sowas, das kann unglaublich interessant sein. Gerade auch, wenn du dann diese Einflüsterung am Tisch machst. Ne? Also du musst ja nicht diese Zettel rüberschieben, das geht auch. Aber du kannst ja so ganz in diese Richtung flüstern. Hey, wie wär's denn mal, wenn du jetzt Oscar tötest? So, und dann denken sich die anderen Spieler auch, tut mir leid, was ist das für ein Helm, setz den ab? Oder wie reagieren die anderen da drauf? Das ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Erfahrung, so PvP zu erzwingen vielleicht. Ja. Ich überlege gerade noch so, was mit Artefakten noch so an Nachteilen einhergeht. Es gibt einen Unsichtbarkeitstrank. Du kannst den schlucken, und wenn der eine gewisse Qualität hat, dann wirst du, ich glaube, einen Monat lang unsichtbar. Das ist erstmal schon ein Nachteil. Das Beste kommt aber, nach einem Monat wirst du wieder sichtbar, dann aber von innen nach außen. Und das ist natürlich was besonders Schönes, wenn dann irgendwann einfach nur so eine Lunge rumläuft und aus der Lunge wächst dann ein paar Knochen oder sowas, und dann läuft da erstmal so ein Skelett mit ein paar Organen rum. Und das dauert dann erstmal wieder, ich weiß nicht, eine Woche oder sowas, bis du dann wieder ganz hergestellt wirst. Also da kann richtig schöne Nachteile draus entstehen aus einem starken Vorteil. Ja, absolut. Sag mal, das hast du dir selber ausgedacht oder wo hast du das gelesen? Nee, das ist also in Wege der Alchemie, das ist noch aus 4.1, das sind die Unsichtbarkeitstränke. Und die, also es gibt die in verschiedenen Wirkungen, Qualität C, D, E, und F ist dann richtig gut. F sind immer die richtig guten Sachen, aber die haben auch immer richtig krasse Nachteile. Und das wäre jetzt beispielsweise, also so ein Unsichtbarkeitstrank, den willst du normalerweise auf einer normalen Qualität schlucken, dann bist du eine Stunde unsichtbar. Damit kann man viel Blödsinn machen. Da kannst du irgendwie jemanden beklauen oder so. Oder du kannst irgendwo einbrechen. Das ist halt immer für diese Queste sehr stark. Aber wenn du halt nicht weißt, wie stark ist jetzt, also wie hoch ist die Qualität von diesem Trank, da steht jetzt nur Unsichtbarkeitselixier drauf. Und dann bist du plötzlich einen ganzen Monat unsichtbar. Du kannst richtig viel machen. Aber stell dir mal vor, du läufst irgendwie in der Stadt dran rum. Und plötzlich sieht man, wie wieder eine Lunge rumläuft. Ja, dann wirst du erstmal ein paar Pfeile fressen. Also, ja. Das ist schon interessant, was da an Nachteilen mit rumkommt. Ja, ist cool. Also, ich bin tatsächlich ein Riesenfan von Nachteilen in Gegenständen. Also, dass so eine Art Balance herrscht. Du kriegst einen fetten Vorteil, dafür aber auch einen fetten Nachteil. Das finde ich super. Vor allen Dingen, wenn die Nachteile sehr rollenspiellastig sind. Weil du dann als Meister natürlich die Chance hast, so ein bisschen die Spieler zum Rollenspiel zu zwingen, sag ich mal, oder zu schieben, sanft. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Tool, gerade für Einsteigergruppen, sag ich mal, die noch nicht so aus sich selbst heraus Rollenspiel begehen. Wenn du aber dann halt einen Gegenstand hast, der irgendwie neugierig macht oder irgendwie besonders neidisch oder irgend sowas oder arrogant oder so, und dann finde ich, macht es schon Spaß. Ja. Ne? Also es gibt ja auch so Artefakte, also die sind dann game-breaking, sag ich mal, die können halt richtig viel Blödsinn machen, sowas wie beispielsweise ein Monat Unsichtbarkeit. Das ist schon wirklich game-breaking, das kann dir viele Plots kaputt machen. Es gibt aber auch Artefakte, die sind wirklich fluffig, die sind lustig, die sind interessant zum Anwenden. Das ist so beispielsweise die Froschmaske. Das ist einfach eine Maske aus Bronze, die kannst du auf dein Gesicht setzen und dann kannst du quaken, du quakst die ganze Zeit und du kannst unter Wasser atmen. Das ist in meinen Augen lustig, das tut nicht weh und der Spielleiter kann damit umgehen. Mhm. Das sind dann so Artefakte, die kannst du mal rausgeben, auch super als Questbelohnung, wenn du dann irgendwie dem Magier hilfst und der gibt dir dann diese Maske von einem Frosch. Oder dass du dann meinetwegen eine Katzenmaske oder sowas bekommst und du kannst klettern wie eine Katze. Das sind dann wirklich so Sachen, die einfach nett und niedlich sind, sag ich mal. Also das kann man gerne mal nebenbei geben. Und ich glaube,
wenn du dann den einen oder anderen Dukaten mal verdient hast, dann brauchst du nicht noch, also ich sag mal, du hast jetzt 10 Dukaten, ob du jetzt den 12. Dukaten bekommst, boah, oder du bekommst halt diese Katzenmaske. Ja. Und du kannst klettern wie eine Katze. Ja, dann überlegt sich das der Spieler, die Spielerin nochmal. Und kann echt eine Abwechslung sein. Also würde ich mal empfehlen, drüber nachzudenken. Ja. Da sind wir gerade bei einem sehr spannenden Stichwort, das du da gegeben hast, nämlich Belohnung. Sind magische Gegenstände eine gute Idee für Belohnungen? Nutzt du das gern? Nutze ich das gerne. Dafür muss man natürlich kreativ sein. Ich bin nicht so kreativ, mag man mir fast gar nicht glauben. Aber an sich ist es eine richtig schöne Belohnung. Also ich glaube, die Spieler freuen sich, gerade wenn es eben was Exotisches ist, was man so nicht hat. Magier, also es gibt ja auch nicht irgendwie, wenn du 4 Spieler hast, dann sind nicht 3 davon Magier. Das ist in den wenigsten Gruppen der Fall. Aber gerade wenn du einen Streuner spielst oder einen Kämpfer, vielleicht nicht unbedingt einen Rondrianer, sondern einen Chorgeweihten meinetwegen oder einfach einen Söldner. Die werden, glaube ich, echt viel Spaß haben, weil sie sonst an diese Dinge gar nicht kommen. Für Magier ist das schon mal ein bisschen häufiger der Fall, so dass du irgendwie an diesen magischen Gegenstand kommst. Aber gerade so eine Belohnung für die profanen Charaktere kann sehr interessant sein. Mhm. Ja. Absolut. Also ich bin persönlich ein großer Fan davon, weil ihr wisst ja alle, ich mag das immer nicht so, den Leuten einfach Geld zu geben und die Leute mit Geld abzufrühstücken, sondern gerade wenn man so Gegenstände jemandem gibt, finde ich das ganz besonders cool. Und wenn man den Gegenstand auch noch mit einer Geschichte versieht, ne, also das ist der Schuh, mit dem Schuh hat irgendjemand eine ganz wichtige Botschaft überbracht, um einen Krieg zu verhindern. Angeblich soll er damit 200 Meilen gerannt sein gleichzeitig. Und schon hat das irgendwie so eine Story, diese Schuhe, und man kann sich was vorstellen. Und vielleicht kann man den sogar aktivieren. Die Legende sagt, man könnte diese Schuhe aktivieren. Und die Spieler könnten dann versuchen, herauszufinden, die zu aktivieren. Also ich finde, das macht einfach Spaß. Da kann man ganze Quests drum bauen, um einfach nur einen einzigen Gegenstand herum oder so. Mhm. Ja, weil meinetwegen, du gibst ihm dann auch nicht nur einen Zauber mit, sondern den Namen. Das ist die Hauspantoffeln von Kaiser Alrik. Ja, also, ja, ja. Kaiser Alrik, keine Ahnung, wer das war, irgendwann vor 200 Jahren gelebt, völlig egal, aber die Sage sagt, Kaiser Alrik hatte diese Pantoffeln damals, als er den Orangenbaum in seinem Garten gepflanzt hat. Das sagt die Legende. Und dann kommt ein Hesindegeweih dazu, die und sagt, das sind wirklich die Pantoffeln. Du hast die, habe ich die ganze Zeit gesucht. Ja, ja, super. Oh, da kommt mir noch eine Idee. Das ist ja auch ganz spannend. Nehmen wir an, du gibst einer Heldentruppe als Questbelohnung einen super starken Gegenstand. Und auf einmal gibt es irgend so eine Diebesgilde, die diesen Gegenstand haben will und der Gruppe hinterherjagt. Ja, richtig. Und du überlegst noch, ja, aber warum sind die denn hinter mir her? Hm. Du hast noch gar nicht begriffen, dass diese Pantoffeln, die du gerade gefunden hast, dass die dich deswegen jagen. Ja, ne? Du denkst irgendwie, die sind hinter deinen 10 Dukaten her. Nee, nee, die sind wegen deinen Pantoffeln da. Ja, super. Finde ich toll. Also da kann man echt eine Menge machen mit magischen Gegenständen. Du hattest eingangs schon erwähnt, dass ja auch Tränke zu magischen Gegenständen gehören. Deswegen ist es ja, finde ich, auch eine etwas eigene Kategorie. Tränke, das haben wir ja eben schon genannt, die verbrauchen sich. Aber kommen dir auch ein paar Tränke im Sinn, die vielleicht anders funktionieren oder die irgendwie eine spannende Mechanik nochmal haben, die es irgendwie speziell machen, wo du sagst, das ist wirklich ein cooler Trank? Ich überlege gerade, also so Heiltränke oder Astraltränke, die sind gerade bei D&D sind die ja dann auch sehr, sehr wichtig, beziehungsweise du kannst eigentlich in den Dungeon gar nicht reingehen, ohne dass du diesen Heiltrank hast. Aber es gibt auch so wirklich interessante Dinge wie den Schlaftrunk, der dann einfach Leute einschlafen lässt oder halt Schlafgift. Du kannst in einen Berserker-Rausch verfallen, du könntest dann eben auch Frieden bringen, das Friedenswasser, wo du anderen Leuten einfach so zagefällige Gedanken eingibst. Das kann auch den Quest einfach sehr interessant erweitern oder verändern, wenn du dann vor dir diesen Barbarenkrieger hast, gegen den du einfach kämpfen sollst und irgendwie gelingt es dir mit so einer Zwille, dieses kleine Fläschchen in den Mund von ihm zu schicken und plötzlich ist er irgendwie sehr zagefällig und möchte dann mit dir einen Tee trinken. Also ich glaube, auch sowas, das kann, also du
Du bist wirklich angewiesen auf einen kreativen Spieler oder Spielerin mit einer sehr interessanten Idee. Und das solltest du auch zulassen. Also gerade wenn der überlegt, okay, was habe ich in meinem Inventar? Ich habe vor 2 Wochen diesen Trank gebraut und den möchte ich jetzt einsetzen. Sagt nicht nein. Dann überlegt, ob das euch passt und dann verändert den Plot einfach. Gerade wenn es dann irgendwie wie passend sein könnte, warum nicht? Ja, absolut. Ich finde ja ganz persönlich, das Schöne an Tränken und Alchemie ist ja, dadurch, dass das so auf Rezepten basiert, dass natürlich auch Helden, die jetzt selber nicht Chemiker sind oder so, durchaus auf Utensilien treffen können, die sie einsammeln können, die irgendwelche Alchemisten gebrauchen können oder so. Und man dadurch auch sich austauschen kann. Also sprich, ich finde, dass gerade Tränke sind etwas, dass, da können eigentlich alle Spieler mitmachen und sich Belohnung dafür erarbeiten. Während, wenn man jetzt mal sagt, okay, du kannst ja auch magische Gegenstände schmieden, dazu brauchst du nur super seltenes Sondermetall, das es fast nie gibt, außer in den Gebirge XY, ja, da kommst du halt nie hin. Das ist so... Das ist zum Beispiel gerade, da fällt mir gerade was richtig Gutes ein. Das ist ein richtig guter Hinweis. Nehmen wir an, du hast einen Drachen getötet. Ist erstmal egal, wie klein oder groß der ist. So, und jetzt kann jeder von den 4 Spielern bekommt jetzt, ich sag mal, eine Drachenschuppe. So, und du kannst dir jetzt überlegen, will ich die Drachenschuppe benutzen, um mein Schwert damit auszuhärten? Weil du kannst zu diesem super tollen Schmied gehen, der macht diese Drachenschuppe, die legt er um dein Schwert rum. Und dann ist die feuerfest. Oder du kannst die an deine Rüstung annageln. Oder du kannst sie für Alchemie benutzen und dann für einen Trank. Mhm. Und du musst dir jetzt überlegen, alle haben diese Drachenschuppe, du kannst jetzt selber überlegen, was mache ich daraus? Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz interessante Idee, oder? Ja, absolut. Vor allen Dingen, ich glaube, als Meister bist du da gefragt, den Spielern so ein bisschen die Optionen zu offenbaren, dass sie die Wahlmöglichkeit haben und sie dann natürlich in die Herausforderungen der Qual der Wahl kommen. Was wollen sie denn jetzt damit machen? Und du hast nur eine Schuppe. Oder vielleicht kommt ja dann auch Rivalitäten in der Gruppe auf, dass sie sagen, hey, was muss ich tun, damit ich deine Schuppe auch noch bekomme oder sowas. Ja, auch gut. Ja, stimmt, richtig. Ne? Ja, cool, finde ich super. Also ich glaube, also wenn du dann irgendwie deine 10 Dukaten erwirtschaftet hast und der andere hat auch 10 Dukaten, willst du jetzt wirklich 20 Dukaten haben und deine Schuppe abgeben? Ich glaube nicht. Man muss ja natürlich jetzt auch, also wenn die Schuppe dann geklaut wird aus dem Rucksack des anderen, das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ich glaube, da könnte es sehr schnell zu Streit kommen, aber das kann man sicherlich anders regeln. Ja, das ist so, das ist sowieso ein Ding. Das würde ich niemals tun. Und auch als Meister würde ich das eigentlich nicht zulassen oder nur super, super erschwert oder irgendwas, weil Gegenstände klauen ist meiner Meinung nach ein absolutes No-Go im Pen and Paper. Genauso bei NPCs kannst du es natürlich machen. Ja. Hast du ja früher auch gemacht bei anderen NPCs, aber bei anderen Spielern zu klauen aus dem Rucksack, das ist schon schwierig. Ja, würde ich auch nicht machen. Selbst wenn es um magische Gegenstände geht oder so nicht. Ja. Was ich noch gern wissen würde von dir, es gibt, also hast du irgendwie so, sag ich mal, so einen lieblingsmagischen Gegenstand oder einen magischen Gegenstand, den du mal gelesen hast, wo du sagst, ach, den würde ich so gern mal irgendwo einbauen, aber du hast es noch nicht gemacht oder irgendwie so, gibt es da so ein paar Favoriten? Ja, eine ganze Menge sogar. Also je nachdem, was man so fragt, also die Froschmaske hatte ich jetzt eben schon mal angesprochen. Es gibt aber auch so die Schwärze aus der Flasche. Das ist einfach so ein kleines Fläschchen, das kannst du dann einfach auf den Boden werfen und alles hüllt sich in Dunkelheit. Und du kannst sehen, alle anderen um dich herum nicht. Das ist halt der Dunkelheitszauber, nur ist der eben als flüssiger Artefakt gebunden in diese Flasche hinein. Oder was auch richtig interessant ist, ist die laufende Kiste von Lolgramot. Das ist natürlich so ein bisschen dämonisch, aber du kannst diese Kiste aus dem Limbus rufen. Die taucht neben dir auf, du machst die auf, tust da meinetwegen dein Schwert rein, machst die Kiste wieder zu und schickst sie in den Limbus. Ja. Und dann rufst du sie nach, weiß ich nicht, 200 Meilen entfernt, rufst du sie wieder. Du stehst gerade in Garrett auf dem Händlerplatz und sagst dann wieder, zack, zack, Limbus-Truhe erscheine. Dann läuft die wieder aus dem Limbus an, du kannst dein Schwert wieder rausholen und verkaufst es beim Händler. Also so eine Sachen finde ich auch richtig interessant. Das ist natürlich gefährlich, weil Dämon und so, aber das sind einfach interessante Artefakte. Ja, das ist sehr cool, absolut. Also mein Lieblings- oder eines der Lieblingsartefakte, die ich so habe, ist ein Dungeons & Dranks-Universum, muss ich sagen, weil in DSA gibt es da so wenig, ist das berühmte Deck of Many Things. Oder ich habe es heute geguckt, in deutscher Ausgabe
Schicksalskarten genannt. Das sind faktisch so eine Art Tarotkarten. Und die haben das Ding oder die Mechanik, die finde ich sehr spannend. Und zwar ist es so ein bisschen rollenspieltechnisch so gemacht, dass die Spieler in der Welt irgendwo in der Welt so eine Karte finden können. Und dass die Legende sagt, wenn du die Karte anschaust, dann wird die aktiviert. Und das Problem ist aber, es gibt gute und es gibt schlechte Karten. Und du weißt nicht, was du für eine Karte da vor dir liegen hast. Und das ist halt richtig krass, was da passieren kann. Also ich habe vorhin mal kurz mit reingeguckt. Also es kann passieren, dass du deine Seele verlierst, die dann in einen Gegenstand gebannt wird. Oder dass du komplett, dein Held komplett in so eine Art Limbus weggezogen wird. Dass deine Gegenstände bleiben liegen, aber dein Held verschwindet im Limbus und kann nur noch quasi aus dem Limbus irgendwie errettet werden durch eine lange Quest oder so. Aber er ist halt weg. Oder solche Sachen. Es gibt natürlich auch positive Sachen, dass zum Beispiel auf einmal ein Schutzbegleiter auftaucht, ein Ritter, und der tut alles für dich. Der ist dir vollkommen zu Diensten und geht auch in den Tod für dich. Oder du steigst halt Level auf, kriegst ganz viel Kohle oder sowas. Und was ich auch schön finde, es gibt eine Karte, die ermöglicht dir für ein Jahr lang in-game, dass du immer, wenn du träumst, eine Frage stellen kannst und die Frage wird dir quasi im Traum beantwortet. Also der Spielleiter kann dir dadurch natürlich Tipps geben und so. Also das ist schon cool, aber du weißt nicht, was du für eine Karte vor dir hast. Ich glaube, das hat nochmal einen besonderen Reiz, weil wenn ich jetzt so von dieser laufenden Truhe spreche, man kann das natürlich auch als Handout auf den Tisch stellen, so eine kleine geschnitzte Holztruhe, das kann man auch öffnen, wobei da passt jetzt kein Schwert rein, ne? Aber gerade bei so magischen Artefakten, die wenigsten Spieler werden jetzt am Ring am Tisch so einen Ring haben oder ein Amulett um den Hals hängen. Das werden die wenigsten haben. Aber wenn du jetzt als Spielleiter sagst, okay, ich habe hier diese Tarotkarten und ich mische die jetzt einmal durch und ihr habt jetzt eine von diesen Decks, eine von diesen Karten aus dem Deck of Many Things habt ihr jetzt und ich lege euch jetzt eine random hin. Nicht einmal ich weiß, was das ist. Ihr könnt sie umdrehen, wenn ihr wollt. Und dann legst du die mit dem Schmunzeln hin und du weißt es selber nicht. Ja. Und diese Überraschung, du willst ja selber wissen, was drin ist und da kannst du sie noch ein bisschen triggern. Hey, hier, komm, willst du umdrehen? Ich weiß es auch nicht. Ich will wissen, was drunter ist. Das ist so cool. Ich glaube, das ist dieser... Oh. Das ist cool. Ich freue mich genau auf sowas. Freue ich mich, weil es soll ja nächstes Jahr diese Inra-Karten neu aufgelegt werden für DSA. Ja. Und ich habe die ja auch gecrowdfundet mit. Ich werde die auch bekommen. Und sobald ich die habe, werde ich die ins Gasthaus einbauen und genauso sofort benutzt. Genauso, ja. Wie du es beschrieben hast. So wird das werden. Und ich weiß jetzt schon, wie die abgehen werden, die Jungs. Ja, nee, also gerade so eine Handout, also das ist so greifbar und ich habe das ja selber die Erfahrung gemacht als Spieler, wenn dir dann so eine Karte hingelegt wird, du willst sie einfach umdrehen, also dieser Drang ist einfach da, wenn du einfach nur beschreibst, okay, da liegt jetzt vor dir auf dem Tisch, liegt jetzt so eine Karte und du kannst sie umdrehen, ja, dann okay, da liegt halt eine Karte, ich packe sie einfach mal in mein Inventar, aber wenn die wirklich vor dir auf dem Tisch liegt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Ja, absolut, das ist schon echt cool, ja, stimmt, hast recht, das so physisch vor sich zu haben. Ach, das ist nochmal ein ganz besonderer Reiz. Aber auch wie du sagst, so ein Kästchen, ne? Man kann ja auch selber einfach so eine kleine Schatulle holen und sagen, keine Ahnung, die ist magisch verschlossen, pipapo, du weißt nicht, was da drin ist, aber es klappert. Oder so. Und da kann man echt viel mitmachen. Also wenn man es noch schafft, so magische Gegenstände an den Tisch zu nehmen. Du kannst was bestellen. Es gibt bei Amazon, gibt es gerade für Dungeons and Dragons, gibt es so eine Zauberschatullen. Das ist ja völlig egal. Gerade bei so einem Handout-Kistchen ist das ja egal, ob das jetzt aus einem amerikanischen Raum kommt. Mhm. Und die kannst du wirklich nur öffnen, wenn du in einer bestimmten Kombination drehst. Und also das, so, sowas gibt es. Gerade für den Pen-and-Paper-Bereich gibt es sowas. Ah, das ist cool. Okay, ja. Ja, also solche Tools, das ist sowieso immer, liebe ich ja total, auf jeden Fall. Und meinetwegen tust du dann irgendwie Hustenbonbons rein oder so und sagst dann, das ist jetzt ein Heiltrank oder sowas. Mhm. Oder so eine Heilpastille, die stellt da halt diese Lebenspunkte oder sowas her. Ne? Kannst du jederzeit nehmen, aber es ist echt ein Handout. Schön. Absolut, ja. Und sag mal, gibt es einen magischen Gegenstand, wo du ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht hast? Oder sagen wir das, den nie wieder würde ich den in ein Spiel einbauen oder sowas? Oder hast du das mal gesehen in einem Let's Play und sagst, das würde ich nie machen oder sowas? Also schwierige Gegenstände gibt es auch. Da fällt mir zum Beispiel der Regenbogenstaub ein. Den haben wir neulich bei uns erst benutzt. Und
der Spieler wusste auch, was passiert. Er hat sich darauf eingelassen, aber er hat auch nur einmal dann das Artefakt benutzt. Also dieser Staub legt es so ein bisschen darauf an, dass du mehrfach davon konsumierst. Denn du kannst, wenn du gut würfelst, kannst du eine spezielle Eigenschaft auf deine Attribute bekommen, beispielsweise Charisma SE oder Klugheits SE, wenn du gut würfelst. Es kann aber auch sein, dass du Astralpunkte verlierst, wenn du welche hast. Ansonsten kriegst du einfach nur Kopfschmerzen. Es kann aber auch sein, dass sich dein Geist von deinem Körper trennt. Das hattest du jetzt ja auch beispielsweise bei deinem Deck of Many Things. Es kann auch sein, dass du einfach direkt zu Boron fährst. Und da entwickelt sich dann sowas wie eine Suchtspirale. Und das hat dann einer meiner Spieler das dann eben auch gemacht. Der hat dann konsumiert und konsumiert. Und der wurde dann OT so ein bisschen süchtig, weil er hatte schon zwei SEs auf Klugheit und Intuition. Und er wollte noch mehr. Er hat echt hochgepokert und dann war sein Charakter einfach weg. Boah. Einfach tot. Oh. Was für ein Also fieser Heldentod. ja, also verdient, weiß ich nicht. War hochinteressant und wir haben mit diesem Artefakt beziehungsweise mit diesem Alchemikum haben wir unsere Erfahrung gemacht. Immer wieder eine Erfahrung wert oder macht Spaß darüber zu erzählen. Ja, und hast du irgendwie so ein Artefakt, an das du denkst, wo du sagst, ach, würde ich meinen Spielern nicht geben oder schlechte Erfahrungen mitgemacht? Also was ich persönlich sehr schwierig finde, sind so Artefakte, die Story, die ich gerade mit den Helden habe, kaputt machen können. Und auch da gibt es leider, gerade auch in Dungeons and Dragons, gibt es halt super mächtige Artefakte. Und ich will mal ein Beispiel nennen aus meiner Dungeons and Dragons Runde von damals. Also an sich ist das Gegenstand super cool, ne? Das war ein Runenstein. Und wenn man den mit Blut, konntest du den einmal am Tag aktivieren und dann öffnet sich ein Portal in eine Art, also es hieß immer Taschendimension. Es war wie eine, ich würde sagen, heute würde ich es in DSA eine Globule nennen. In Dungeons and Dragons ist es eine Taschendimension. Und wir haben dieses Ding erlangt damals mit einer Queste, weil in dieser Taschendimension war dann quasi der Endboss der Queste sozusagen. Dann hatten wir aber diesen Stein noch. Und jetzt konnten wir aber in dieser Taschendimension, das war wie so eine Art Bibliothek, kann man sagen, ein Raum vollgestapelt mit Büchern bis oben hin. Und an einer Ecke war dann halt ein Bett. Und in diesem Bett lag dann halt die Zielperson drin und schlief und so verwaltete halt. Jetzt hatten wir aber diese Dimension. Und das sorgte natürlich dafür, dass wir, egal wo wir hingingen, in welchem Dungeon auch immer, wenn wir irgendwo einen Schatz hatten oder irgendwas, haben wir einfach immer die Dimension aufgemacht, alles erstmal rein. Alles Geld, alles Wertvolle, alles erstmal da reingelagert, so unsere Bank quasi. Oder keine Ahnung. Wir haben irgendwelche Leute, irgendwelche Dorfbewohner oder irgendjemanden, den wir beschützen müssen, der nicht sterben darf. Erstmal in die Taschendimension. Ne? Und das macht halt so viel von der Story halt auch kaputt, weil du natürlich als Meister kannst du dann nicht viel machen dagegen, ne? Also, weil das schützt halt alles. Du kannst die Gegenstände nicht mehr wegnehmen. Der NPC ist geschützt da drin und so. Das ist so ein bisschen, du denkst, okay. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen balancen. Keine Ahnung, vielleicht ist das Sauerstoff da drin knapp oder irgendwas. Also, ne? Aber da kann man auch schnell viel kaputt machen, finde ich. Ja. Okay, kann ich verstehen. Natürlich die Größe der Globule könntest du beschränken, aber wenn du sie schon einmal so beschrieben hast und wenn es auch für den Quest irgendwie notwendig war, dass da eine Bibliothek drin ist mit einem Mann, der da drin schläft, dann ist das natürlich schwierig. Vielleicht einfach, dass du die Globule kaputt machst, wenn der Typ in dem Bett tot ist, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass dann diese Taschendimension in sich zusammenfällt. Aber wenn du den Schaden schon angerichtet hast, dann lässt sich das schwierig wieder zurücknehmen. Es sei denn, eine Horde Ninjas taucht auf, 5 Stück, die dich dann angreifen und diese Taschendimension haben wollen. Ja, also du bist irgendwo gerade ganz woanders und plötzlich ploppen 5 Ninjas aus dem Himmel. Niemand weiß, wo sie herkommen und greifen dich an, wollen diese Dimension haben und sind Spielleiter-Willkür. weg. Ja, aber es ist besser als der Amboss, der vom Himmel fällt. Absolut, absolut. Ja, auf jeden Fall. Also, da muss man schon irgendwas finden, um das zu begrenzen. Keine Ahnung, vielleicht wird diese Taschendimension instabil mit der Zeit und irgendwann kann die nicht mehr aktiviert werden oder so. Irgend sowas muss man dann schon, glaube ich, machen. Ja.
Ein ganz wichtiger Punkt in das schwarze Auge ist ja quasi das Herstellen von Artefakten. Ja, das hatte ich ja eingangs angekündigt, dass ich mit dir gern mal drüber sprechen möchte. Wie siehst du dieses Thema? Findest du das gut, dass Spieler Artefakte selber herstellen können? Und wenn ja, ist es gebalanced oder imbalanced? Oder was ist so dein Gefühl, deine Meinung dazu? Ja, schwierig. Es gibt ja ganz viele Regeln zum Herstellen von Artefakten. Meinetwegen, du musst das richtige Metall dafür haben, du musst das richtige Holz dafür haben, wenn wir jetzt an die Stäbe von den Magiern denken. Oder du musst die richtigen alchemischen Rezepte haben. Meinetwegen, du musst eine Greifenfeder suchen. Okay, wie komme ich jetzt an Greifen? Jetzt muss ich erstmal von Gareth aus nach oben ins Orkland ziehen, damit da irgendwelche Greifen sind. Dann muss ich mit denen reden und fragen, hey, hier krieg ich mal irgendwie diese Feder. Wenn die aber woanders hinziehen sollen, meinetwegen von Gareth nach Havena oder so, das ist eine ganz andere Richtung, dann macht dir das durch diese Beschaffung des Artefaktes, macht dir das dein Abenteuer kaputt. Du kannst in der Zeit nichts anderes machen. Die Spieler sind aber auch nicht glücklich, weil sie jetzt irgendwie von dir gezwungen werden, nach Havena zu laufen. Die wollen aber eigentlich nach Norden. Also egal, wie du machst es falsch. Was auch interessant sein könnte, wäre die Beschaffung von beispielsweise der Magier ist komplett neu, gerade von der Akademie runter und will jetzt seinen ersten Magierstab haben. Jetzt gehen sie auf die Suche gemeinsam mit dem Rondrianer und mit dem Streuner, mit dem Baden, gehen sie jetzt los und suchen jetzt von diesem Baum den richtigen Ast, damit er dann das rausbauen kann. Da können ganz schöne Abenteuer draus entstehen, aber da muss der Spielleiter auch Bock zu haben. Ja, aber wie gesagt, wenn du irgendwie darauf angewiesen bist, dass du von hier das haben willst und von einem anderen Punkt willst du noch was anderes haben und du musst eigentlich nur durch ganz Aventurien laufen, ganz viele Punkte abklappern, damit du dann am Ende ein Artefakt bauen kannst, damit die Spieler glücklich sind, muss man sich überlegen. Vielleicht findest du auch irgendeinen Händler, der sagt, ich habe hier eigentlich alles zusammen und das kostet dich so ein Papier. Absolut, das Schöne. Ob das ein gutes Rollenspiel ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Witzige ist, dass genau das jetzt in dem Moment Thorwanger Wolf in den Chat geschrieben hat. Das ist, ja, ein Händler hat zufälligerweise die Feder bei sich, genau. Sie dir ab, ihn nach Havena. Ja, gut, absolut, guter Hinweis, ja. Auch gerade wenn er sagt, ich gebe sie dir aber nur, wenn du mit mir nach Havena gehst. Das ist ein richtig guter Vorschlag. Ja, absolut. Also sagen wir, die Materialien an sich sind eine Herausforderung, erstmal prinzipiell. Ne? Das heißt, die Materialien limitieren ja auch die Möglichkeit der Spieler, überhaupt mal selbst ein Artefakt zu craften. Jetzt muss ich gestehen, ich selber habe ja keine Ahnung von DSA 4.1, ich kenne ja immer nur DSA 5 und in DSA 5 ist es mit den Materialien jetzt, sage ich mal, im Grundregelwerk, übrigens für alle, die es nachlesen wollen, Seite 267, jetzt total vereinfacht. Was hier aber viel, viel mehr reinhaut, wahrscheinlich war das in DSA 4 auch schon so, ist halt die ASP. Die ASP-Kosten, um so ein Artefakt herzustellen, ist einfach immens. Also, ich weiß nicht, wie ist es in DSA 4? Ist es auch so, dass du gefühlt irgendwie 3 Magier brauchst, um überhaupt irgendwas zu erschaffen? Ja. Also das kommt natürlich ein bisschen darauf an. Ich hatte jetzt in dem einen Abenteuer stand irgendwas von 120 ASP. Kommt ein bisschen darauf an, was man haben will, wie mächtig es sein soll, ob es selbstaufladend ist, semi-permanent, ob es irgendwie, also da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die damit reinspielen könnten, ob es Kombinationsartefakte sind, wie viele Ladungen es hat. Aber auch gerade, wenn da permanente Astralpunkte drinstecken, also wenn ich dann 30 ASP habe, ich fertige jetzt dieses Artefakt an, meinetwegen die Djinnenlampe, die ich reiben muss, damit ein Djinn rauskommt, und da stecken jetzt 2 von meinen 30 ASP drin. Okay, hört sich erstmal nicht so viel an, aber das sind erstmal 2 ASP, die ich so nicht wiederkriege. Das tut irgendwann langfristig weh. Ist jetzt auch die Frage, ob ich diese Djinnenlampe jetzt weitergeben möchte, weil ich habe die gebaut. Würde ich die jetzt wirklich dem Rondrianer geben oder dem Streuner? Ich meine, der gehört jetzt seit ein paar Abenteuern gehört er zu meiner Gruppe, aber da steckt ja ein Teil von mir drin. Und dann führt das auch so ein bisschen dazu, dass diese Artefakte, wenn ich sie selber gebaut habe, dass ich sie nicht abgeben möchte. Könnte vielleicht auch ein bisschen blöd sein. Ja, das tut weh.
Ich weiß nicht, also in DSA 5 ist es ein Zehntel an ASP, die du ausgibst, ja. sind permanent. Ich weiß nicht, wie ja. es. Der Jörg im Chat schreibt ein Fünftel. Ich weiß es nicht. Also hängt wahrscheinlich auch sehr stark davon ab, was du für ein Artefakt bauen willst, oder? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Ja, also das ist das eine, ne, mit diesen permanenten ASP, wo ich sage, wow, das ist schon. Ist schon eine Ansage, wenn ich mir überlege, dass ich keine Ahnung, wie 5 ASP auf einmal permanent weg sind, nur damit ich diesen einen Zauberspruch in meinem Stab habe oder so. Ist schon heftig, finde ich. Aber was ja auch noch hinzukommt, wenn man mal überlegt, also ich habe jetzt mal geguckt hier, ne? Ich möchte hier ein magisches Artefakt erschaffen, das sich selbst wieder auflädt, ne? Wenn das sich einmal im Monat wieder auflädt, dann sind das die fünffachen Kosten von dem Zauber. Sag ich mal, okay, fünffache Kosten von dem Zauber für einmal im Monat aufladen? Moment. Da überlege ich mir kurz und denke so, Staffel 1 im Gasthaus spielte die gesamte Staffel in einem Monat. Es dauerte genau einen Monat. Das heißt, ich könnte dieses Item genau einmal benutzen in der ganzen Staffel. Jetzt Staffel 2 dauert, glaube ich, auch, spielt Ingame, glaube ich, auch knapp einen Monat oder so. Das heißt, ich würde das Fünffache an ASP ausgeben, um das genau zweimal benutzen zu können. Ja. Nein. Da stellt sich jetzt mir die Frage. Lohnt sich ein Artefaktmagier, den du jetzt spielst, lohnt sich das in einem One-Shot, in einem Few-Shot oder in einer Kampagne? Wann und wo lohnt es sich, das zu spielen? Ja, ja. Nee, also ganz klar nur in einer Kampagne. Und am besten musst du diesen einen Helden auch noch 5 Jahre durchspielen, damit du den auch ein paar Mal benutzen kannst. Könnte ich jetzt natürlich auch sagen, okay, ich spiele jetzt diesen One-Shot bei Frosty und dann gehe ich zu Jörg und spiele bei Jörg den zweiten One-Shot und ich sage für mich einfach, in dieser Zeit ist der Monat vergangen und jetzt kann ich das Artefakt wieder benutzen und dann spiele ich im nächsten Monat, beziehungsweise den nächsten One-Shot spiele ich dann bei Torwanger Wolf und sage dann bei Torwanger Wolf, ja, aber jetzt ist schon der dritte Monat angebrochen. Ich habe jetzt aber bei Frosty, bei Jörg und jetzt bei Torwanger Wolf habe ich jetzt das Artefakt schon mal benutzt, ne? Also da könnte ich mich ja so ein bisschen reinmogeln. Ja, absolut. Also klar, so geht es. Es ist dann immer Gespräch zwischen Meister und Spieler, ne? Und was mir noch einfällt ist, wenn du eine Kampagne hast, wo die Helden viel reisen müssen, weil so eine Reise richtig dauert halt auch eine Weile, dann lohnt sich's auch. Aber im Gasthaus, ihr kennt's, so lange waren wir nie unterwegs im Gasthaus, dass man sagen könnte, man könnte jetzt so ein Artefakt erschaffen, das sich einmal im Monat auflädt. Ne? Und dann sind wir hier, ich weiß nicht, wie es bei DSA 4 ist, aber hier bei DSA 5, wenn du ein Artefakt haben willst, das einmal pro Woche verwendbar ist, da sage ich, jo, einmal pro Woche, das ist genau das, was ich will, das kann ich regelmäßig nutzen, aber auch nicht ständig. Ja, bitte die zehnfachen ASP-Kosten. Diese zehnfache ASP-Kosten. Da brauche ich 3 Magier, die voll sind mit ASP, die ihre gesamte ASP in dieses eine Ding reinballern und dann leer sind, nur damit du dann das Ding hast. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Magier und auch die Magier im Gasthaus sind alle immer prinzipiell haben einen Mangel an ASP. Da ist nie, die sind nie voll. Und erst recht nicht, wenn sie voll sind, würden sie dann sagen, hey, Frosty, ich weiß, wir spielen jetzt hier 3 Wochen zusammen. Du willst dieses eine Artefakt bauen. Hier, ich schenke dir alle meine ASP. Ja, also es gibt ja auch gerade so Reisen, die dauern so 2 Wochen. Und wenn du 2 Wochen reist, ja, okay, machen wir uns nichts vor, dann bist du wieder voll. Ja. Also die Regeneration, das können wir uns auch schenken. Wenn das regelmäßig der Fall ist, wenn du die ganze Zeit von A nach B reist, dann geht das, aber wenn du halt wirklich dann im Abenteuer bist und dann viel mal, also, aber gut, das Problem haben aber alle Handwerker, ne? Also wenn du meinetwegen einen Speed spielst oder einen Lederarbeiter, die wollen dann ja irgendwie auf dem Amboss rumkloppen und irgendwie ihre Schwerter machen, das kannst du nicht im Abenteuer machen. Das muss ja auch zwischendurch passieren. Also das ist ja auch, Artefaktbauer sind ja auch Handwerker, ne? Die machen das alles zwischen den Sitzungen. Ah, okay. Oder? Ja gut, da hast du mich. Das macht dann Sinn, finde ich. Wenn man das so zwischen den Abenteuern quasi craftet, weil du dann wieder zu deinen ASP kommst, sozusagen. Aber andersrum kann ich dann halt auch sagen, dann ist es aber eigentlich auch egal. Also dann kann ich als Meister auch sagen, ja, okay, es ist XY viel Zeitvorgang, du hast jetzt deinen Gegenstand fertig aus.
Also. Ja, richtig, genau. Also ob du jetzt irgendwie 2 Tage auf dem Schwert rumklopfst und dann deine Grobschnittproben machst oder ob du 20 Tage drauf rumklopfst, am Ende wirst du das Schwert haben. Und ja, ob das jetzt 2 oder 20 Tage gedauert hat, ich meine, wir springen jetzt diesen einen Monat, was du in der Zeit machst, nobody cares. Ja. Genau, also das gleiche für Artefakte dann eben, ne? Also wenn du sagst irgendwie. Erzähl. Nee, alles gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, nee, alles gut, ich war auch fertig. Ja. Also ich glaube, so zwischen den Spielen macht das Sinn. Genauso habe ich mir auch überlegt, es würde Sinn machen, wenn man NPC-Magier dafür bezahlt, ihre ASP auszugeben. Also keine Ahnung, jetzt da gibt's keine, habe ich keine Regel zu gefunden, aber wenn man jetzt meinetwegen sagt, ein ASP kostet für einen Stufe A Zauber genau eine Dukate, Stufe B 2 Dukaten, Stufe C 3 Dukaten oder so. Und dann je nachdem, wie viel ASP dann halt dieser Zauberer du von ihm kaufen möchtest, sozusagen. In DSA 4.1 gab es dazu sogar mal Regeln. Ach. Ich müsste jetzt aber. Ja, das war alles verregelt. Ja. Also in den Akademie, du hattest ja 3 verschiedene Akademiebände und beispielsweise Kuntium, das sind ja die ganzen Artefaktmagier, die verkaufen die ja auch explizit. Und da stand drin, wenn du jetzt meinetwegen so einen Acceleratus oder Armatrotz-Artefakt haben willst, die im Kampf ja besonders nützlich sind, dann stand drin, was die für sowas haben wollen und wie dann die Artefakterschaffung, die Thesis abläuft und so weiter. Und dann auch, was ein normaler ASP kostet und was ein permanenter ASP kostet. Da stand da alles drin, die sind halt urteuer. Aber, und das ist das Problem, was ich finde, du kannst ja die P-ASP, die andere Leute kosten das 50 AP, Jörg hat da schon in den Chat reingeschrieben, 50 AP für meinetwegen, ich sag jetzt einfach mal 10 Dukaten. Du kannst aber keine Dukaten gegen Abenteuerpunkte aufwiegen, das geht einfach nicht. Mhm. Also der Artefaktmagier steht daneben und denkt sich, okay, ich habe jetzt irgendwie meine 500 Abenteuerpunkte in das Zurückkaufen gesteckt und dann kommt der Krieger und sagt, ja, die 500 Abenteuerpunkte habe ich aber in Sonderfertigkeiten gesteckt. Ich kann jetzt Wuchtschlag und Finte und Sturmangriff. Und ich gehe jetzt zum Artefaktmagier, leg den irgendwie 20 Dukaten auf den Tisch und kaufe mir das einfach. Was du dir jetzt teuer von Abenteuerpunkten gekauft hast, hole ich mir über Dukaten. Und das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen game-breaking. Ja, absolut. Absolut, finde ich sehr schwierig. Ich bin allgemein kein Freund von diesen permanenten Kamalpunkten oder ASP-Punkten. Aber ja, es ist halt irgendwie drin im Spiel. Ja, also weiß nicht, wie du das siehst. Also mein Gefühl sagt mir eher so, Artefakte selber erstellen macht nur Sinn, wenn du A, viel Kohle hast, um die ASP dir von irgendwelchen NPC-Magiern zu kaufen, oder B, es eine lange Reise gibt zwischen den einzelnen Abenteuern und du das dann irgendwie quasi ercraften kannst. Ansonsten ist es irgendwie, ja, machst du eigentlich so nicht in der Kampagne, oder? Ja, und damit sind wir wieder bei dem Punkt, was ich ganz am Anfang sagte, dass DSA Artefaktmagie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Bei D&D ist es, wie gesagt, anders. Bei Cthulhu ist es anders. Wir können jetzt zahlreiche andere Systeme nennen, wo es halt immer anders geregelt ist, aber bei DSA, wie gesagt, sehr stiefmütterlich. Gerade wenn du selber mal diesen Artefaktmagier spielen willst. Ich glaube, langfristig macht das keinen Spaß. Da könnt ihr mich gerne korrigieren, könnt ihr gerne eine andere Meinung zu haben. Ich sage, dass es langfristig keinen Spaß macht. Aber dass Artefakte sehr wohl als Belohnung aus einem Abenteuer mal resultieren können, wenn ihr nicht wieder 50 Dukaten haben wollt oder 5 Dukaten haben wollt, sondern wenn der Spielleiter mal ein kreatives Artefakt auf den Tisch legt. Also so ein Invisibility Cloak ist natürlich schwierig, da musst du aufpassen, wem gibst du das wann und warum. Aber so eine Froschmaske, ja okay, du kannst unter Wasser atmen, das ist halt geckig. Wann braucht man das mal? Ich meine, klar, wenn man irgendwie unter Wasser auf Schifffahrt oder sowas macht, dann ist es wieder was anderes. Aber wenn du die ganze Zeit irgendwo im Inneren von Aventurien rumläufst, dann ist das cool. Ja, ja. Das tut nicht weh. Ja. Also ich muss sagen, eine Sache, also ich stimme dir da voll zu. Eine wichtige Sache ist halt natürlich, wenn man seinen ersten eigenen magischen Gegenstand erschaffen hat, den man selber erschaffen hat, fühlt sich das immer anders an, als wenn du den gerade beim Händler XY gekauft hast oder so. Ne? Ist schon was Besonderes. Gut.
Du Frosty, ich weiß, das ist ein Thema, da kann man super viel reden. Wir sind auch schon ein bisschen, wir quatschen ja schon eine ganze Weile. Ich möchte jetzt gern zu den Fragen aus dem Chat übergehen, denn ich weiß, es sind eine Menge Fragen aufgetaucht und der gute Mardom, unser Moderator des Abends im Chat, der hat mir auch schon einige Fragen gepostet, glaube ich. Und wenn nicht, würde er das hoffentlich gleich tun. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal ein paar Fragen durch. Ja? Ja, gerne. So, lieber Mardom, kannst du, ich sehe gar nicht, wo du die, ach hier, haha, da kommen sie. Super. Und zwar vom Torwanger Wolf, der hat gefragt, würdet ihr sagen, dass das weiße Fläschchen aus Skyrim in DSA funktionieren könnte? In Klammern, es ist eine kleine Flasche, die sich immer wieder mit demselben Trank auffüllt nach 24 Stunden. Ein selbst auffüllender Trank. Das ist eine spannende Idee. Da wäre natürlich die Frage, was das für ein Trank ist, entscheidend, ne? Das ist natürlich sehr mächtig, ne? Mhm. Oh, nee, noch besser. Wenn man nicht weiß, was es für ein Trank ist, mit was es sich auffüllt. Dass es sich jedes Mal neu auswürfelt? Ja. Auf alle Fälle. So einen Trank würde ich rausgeben, da kann alles drin sein. Also von dem Gift, an dem Ingrasch drauf geht, bis hin zu einem Superheiltrank, der halt alles, alles wieder darstellt. Also das ist auf alle Fälle sehr interessant. Eigentlich wieder ein Deck of Many Things, ne? Da kann halt alles drin sein. Und wenn es einfach nur so ein Liebestrank ist und du verliebst dich unsterblich in deinen nächsten Spielerhelden, auch sowas. Ja, cool, interessant. Ich würde die ganze Zeit da sitzen und nur die Flasche trinken und dann wieder warten und gucken, was beim nächsten Mal passiert. Super. Ansonsten wäre so mein Gedanke, also ein Trank, der einfach immer permanent sich auflädt, nach einem Tag vor allen Dingen ist sehr schnell, fände ich super stark, eigentlich zu stark. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass der sich in den Qualitätsstufen immer weiter absenkt. Also keine Ahnung, startet, nehmen wir an, es ist ein Heiltrank, Stufe 4 als erstes, dann Stufe 3, Stufe 2, Stufe 1 und wenn du den dann trinkst, dann ist er weg. Oder so. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Dann ist der quasi, dann verbraucht er sich auf die Zeit auch wieder oder so. Ja. Aber ansonsten würde ich das für DSA nicht zulassen. Hm. Wäre mir zu stark. Ja, ich glaube auch. Gerade weil Tränke ist halt in DSA halt auch so ein Ding, ne? Gibt's, also Heiltränke, ne? Ist ja rar gesät. Da fällt mir gerade ein, weil es da Torwanger Wolf war. Er hat übrigens geschrieben, er mag sehr diesen Unsichtbarkeitsumhang aus dem Harry Potter. Finde ich, ist halt auch echt ein cooler Gegenstand, ne? Ich meine, was jeder von uns käme, glaube ich, sofort auf 10 Ideen, was man machen würde, wenn man so einen Umhang hätte, oder? Ja, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen geschädigt, denn ich hatte mal einen Spieler, ich habe das selber nicht geleitet, ich habe nur zugehört, aber da ist mir so eine kleine Wutader auf der Stirn entstanden. Und zwar, das war ein Spieler, der war relativ neu in DSA und der hat gesagt, er hat diesen Umhang und er kann sich einmal pro Tag unsichtbar machen. Mhm. Und dann fragte ich ihn, ja, wo hast du denn diesen Umhang her? Ist das irgendwie ein besonderer Besitz? Hast du das von als Vorteil gekauft oder wo kommt der her? Wie hast du den ausgearbeitet? Und er sagte, nee, den habe ich mir in den Hintergrund geschrieben. Ich habe jetzt hier so 2 DIN A4 Seiten mit meinem Heldenbogen und da steht drauf, dass mein Vater mir den vererbt hat. Und durch diese Geschichte bin ich ein bisschen mit diesem Umhang geschädigt. Also ich kann den nicht mehr sehen. Das hat es mir kaputt gemacht. Aber das ist ja gemein. Also ich meine, wer schreibt denn sich einen magischen Gegenstand einfach in den Heldenbogen? Also, ja, wenn du neu bist und das nicht besser weißt. Achso, ja gut, okay, das stimmt, ja. Ja, gehe ich dir recht, ja. Okay. Ja, hast du noch eine Frage? Ja, noch 3. Der Jörg hat geschrieben, wie geht ihr mit Artefakten um, deren Wirkung die Helden noch nicht kennen sollen, der Magier aber sofort die Analyse starten will? Also der Magier weiß es dann schon oder nee, auch der Magier soll es nicht wissen? Der Magier will die Analyse sofort starten, aber du als Meister willst eigentlich nicht, dass die Gruppe das sofort weiß, was das ist. Okay. Fällt mir gerade was super Interessantes ein. Mhm. Meinetwegen, du sagst, du bist jetzt der Magier und du sagst jetzt, ich möchte den Odin würfeln. Ja. Dann frage ich dich,
Was sind denn deine Werte? Und dann würfel ich hinter meinem Schirm für dich oder verdeckt für dich, weil verdecktes Würfeln ist ja erlaubt. Normalerweise hast du ja diesen Ständer, man braucht den nicht unbedingt, aber verdecktes Würfeln, du würfelst dann, guckst dann nochmal, aha, okay, wie waren deine Werte? Rechnest du nochmal ein bisschen nach und dann schiebst du ihm einfach einen Zettel zu, auf dem nichts steht. Einfach einen leeren Zettel, gefaltet und dann einfach steht nichts drauf. Und die anderen Spieler denken sich, okay, was ist das jetzt für ein Zettel, der hier rumgereicht wird? Und der Spieler denkt sich auch, er wird gerade verarscht. Das war so gerade die Idee, die ich dazu hatte, keine Ahnung. Ja, ich finde das tatsächlich eine sehr schwierige Sache. Also klar, ich glaube, die magische Analyse in DSA dauert ja auch eine Weile, ne? Das ist, glaube ich, dauert eine Stunde oder Stunden. Das macht man nicht einfach so mal nebenbei, während man gerade im Kampf ist. Das ist also nicht wie in Diablo mit so einem Scroll of Identification oder wie die Ja, hießen. die rote Schriftrolle. Genau. Nicht instant gemacht. Also deswegen würde ich persönlich sagen, wenn überhaupt dürfte der Magier das nur tun, wenn er irgendwo ungestört sich in irgendeine Ecke verkriechen kann und dann stundenlang sich damit beschäftigen kann. Aber ich glaube, Jörg schreibt ja, es soll erstmal keiner wissen. Und dann würde ich es wahrscheinlich super erschweren, aber dann hast du vielleicht das Pech und dann hat er trotzdem den kritischen Erfolg. Ja, nee, dann würde ich das Artefakt auch noch nicht rausgeben. Also wenn sie es noch nicht wissen sollen, dann gib es einfach nicht raus. Ansonsten, wir sind halt im Pen and Paper und nicht in einem Computerrollenspiel. Und wenn er oder sie auf die Idee kommt, ich will das jetzt identifizieren, dann solltest du es auch zulassen. Dann entweder gibst du es nicht raus oder aber du gibst es raus, aber dann dürfen sie es auch sofort wissen, wenn sie kompetent genug sind. Kann ja auch sein, dass da irgendwie ein Schleier der Unwissenheit drauf liegt. Und dass es dann eben nur von einem sehr erfahrenen Magier entdeckt werden kann, sodass du das auch weitergibst nach dem Motto, das Ding ist magisch, aber so magisch, dass du das von einem kompetenten Mann in der nächsten Stadt dann entdecken lassen musst. Von Deckard Cain. Ja, also sprich, gerade wenn der Magier auch diese Analyse geskillt hat, ich meine, warum soll er es dann gar nicht nutzen dürfen, ne? Ich meine, das macht ihn ja dann auch irgendwie aus. Also jetzt wissen wir natürlich nicht wegen der Frage, ob das denn questrelevant ist, ne? Wenn man sagt, Der die. Taugenichts hat das bei Erschaffung als besonderer Besitz, schreibt Jörg Ach gerade. so, als besonderen Besitz. Nee. Tja. Ja, weiß nicht, finde ich schwierig. Also ich glaube, wenn es kein questrelevanter Gegenstand ist, also wenn nicht die Quest lautet, finde heraus, um was es sich für einen Gegenstand handelt, sondern wenn das einfach nur so nebenbei gemacht wird, dann würde ich das auch dem Magier erlauben, weil er letzten Endes diese Fähigkeit sich erskillt hat, erarbeitet hat und das natürlich dann auch machen will. So finde ich schon okay und von mir aus ein bisschen erschwert. Ich meine, als kleinen Gag könntest du vielleicht auch einbauen, das Artefakt erzählt es ihm, aber in einer Sprache, die er nicht kann. Oder so. Oh, auch clever, ja. Also irgendwie so kann man da schon damit arbeiten, dass es ein bisschen verzögert wird, aber ich würde es schon irgendwie ihm auch gönnen. Ja. Aber wie gesagt, also zur Not, also wenn du es halt regeltechnisch willst, dann liegt da ein Schleier der Unwissenheit drauf auf dem Artefakt. Und das wird einfach aktiv verborgen von dem Artefakt. Aber das mit der Sprache ist wirklich cool, ja. Wie, sag mal, so ein Schleier der Unwissenheit, wie kann man den loswerden? Wie kann man den loswerden? Ich glaube, ein Destructibo oder so. Aber wenn du das Artefakt verzauberst mit diesem Schleier, dann ist das erstmal drauf. Also dann hast du ein Problem. Wüsst du nicht, wie du den Schleier loswirst, wenn da mal drauf liegt. Wenn ihr das wisst zu Hause, schreibt uns das mal in die Kommentare. Wie kriegt man das los? Das wäre spannend. Okay. Wir haben noch mehr Fragen. Der Janduro Jaskes fragt: Lassen sich bei DSA 5 eigentlich auch Schelmenstreiche in Artefakte bannen? Du, ich glaube nicht. In Artefakte können nur Zauber gebunden werden, auch keine Rituale. Und ich glaube, Schelmenstreiche sind so magische Handlungen, sowas wie Elfenlieder oder sowas. Ne? Also das sind keine. Hexenflüche kannst du ja auch nicht Nee, reinsprechen. kannst auch nicht reinspringen. Und ich glaube, das sind diese Schelmenstreiche auch. Also es sind keine Zauber. In dem Sinne, im klassischen Sinne Zauber. Müsste ich aber nochmal nachlesen, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Ja, also die Gildenmagie hat ja den großen Vorteil, dass du sie schriftlich fixieren kannst. Das hat das Druidische hat das nicht, das Hexische hat es nicht, das Elfische kannst du, glaube ich, übersetzen, das ginge, aber ich weiß nicht, ob du es einsprechen kannst. Das Einzige, wo du es sonst noch in der Repräsentation machen kannst, wäre Kristallomantie. Die Achas-Kristallomanten, die können Sachen in Kugeln reinsprechen. Ansonsten wüsste ich gerade nichts. Ich glaube, sonst geht das nur mit Gildenmagie. Ja. Okay, gut. Der Torwanger hat noch eine Idee für ein Artefakt. Wie wäre es mit einem Ring, der einen in einen Werwolf verwandeln kann? Also wahrscheinlich meinst du damit in einen starken Wolf verwandeln kann, weil Werwolf ist für mich so ein bisschen die Assoziation von ich kann mich verwandeln. Ne? Also quasi ein Verwandlungsring. Ja, mit dem Salander Mutanda, den kannst du auf alle Fälle reinsprechen. Ich glaube, du kannst ihn auch als Werwolf, also das würde gehen, dann ist der Ring aber kein Artefakt, sondern ist der Ringe verflucht. Und lass mich nicht lügen, ich glaube, die Werkreaturen kommen vom Namenlosen. Dementsprechend wäre es ein Fluch vom Namenlosen. Also eher über karmale Flüche und nicht über astrale Flüche. Spannend. Und dann wäre es an der Heldengruppe, diesen Fluch wieder loszuwerden? Natürlich. Finde ich cool. Hast du schon eine Quest auf jeden Fall. Ja, also das ist noch besonders spannend, weil wenn du den Ring mit dem Odem untersuchst, dann ist er nicht magisch, weil wenn es Kamal verflucht ist, dann ist da kein Zauber drauf, keine Matrix. So, und dann ist das so ein Fuchssymbol und dann denkst du, okay, das ist so ein Fixring. Aber Ja. das Gesicht vom Fuchs ist zerkratzt und dem fehlt eine Pfote und dann deswegen ist es eigentlich der Namenlose. Oh, ach Oh toll. yeah. Ja, das gefällt mir. Der Cybertop hat auch eine Frage und zwar: Was würdet ihr machen, wenn die Artefakte die Kraft der Helden maßlos übertrifft? Wenn die Artefakte die Kraft der Helden maßlos übertrifft, also quasi wenn das Artefakt so stark ist, dass es über dem Spielerlevel liegt, sozusagen. So interpretiere ich das mal, oder? Ja, fällt mir gleich was zu ein. Bei DSA 4.1 gab es die Kofta-Zepter. Die Kofta waren alte Magier, Mogule aus Kunthium und aus Fasar. Und die hatten so kleine Zepter, so eigentlich vergleichbar mit so einem Gildenmagierstab. Und wenn ein Kofta gestorben ist, dann hat er diesen Stab weitervererbt an seinen Sohn, aber seine Seele war immer noch in diesem Stab drin. Das heißt, du konntest dich dann mit deinem Vater und mit deinem Großvater weiter unterhalten. Die haben mit dir gesprochen. Und ganz besonders mächtige Zauberstäbe, die haben dich mit einem Imperavi belegt und dich dann gezwungen, das zu tun, was eigentlich meinetwegen Opa von dir wollte. Und du standst dann unter dem Bann von Opi und musstest dann irgendwie in diese Ghoul-Gruft reingehen. Und du Digga. wolltest das gar nicht, aber du musstest da rein. Oh, das fühlt sich schmerzhaft an, sowas spielen zu müssen dann, ja. Ja, aber wäre eine Möglichkeit. Also wenn das Artefakt zu stark für dich ist, dann kontrolliert es dich. Ja, Das muss ja nicht Opa sein. Das kann ja auch irgendwie ein Djinn sein, der da drin sitzt oder ein Dämon oder. Das ist so das, was mir einfällt. absolut. Also ich finde es ja gerade spannend, wenn man quasi noch nicht in der Lage ist, das Artefakt zu kontrollieren und es außer Kontrolle geraten kann. In irgendeiner Form. Das fände ich cool. Und zum anderen haben wir natürlich immer wieder diesen Gag, sage ich mal, dass dann natürlich besonders mächtige Magier oder Hexmeister oder sonst was dieses Artefakt haben wollen und du aber dann einfach keine Chance gegen die hast. Oder so. Also ich meine, da kann man sehr viel, Oh, ja. ne? Kann man viel machen damit, auf jeden Fall. Ich finde es aber gefährlich, weil was nicht passieren darf, ist, dass in diesem Artefakt dann irgendein Zauber oder irgendwas drin ist, das Kämpfe quasi extrem vereinfacht. Gerade in diesem niedrigen Levelbereich oder so, weil dann hast du als Meister eigentlich, dann sind Kämpfe einfach nur noch Zeitverschwendung. Und das ist schade, irgendwie, finde ich. Ja, stell dir mal vor, irgendwie eine Horde von fünf Ninjas taucht auf und du kannst sie irgendwie besiegen, weil da irgendwie so ein Ignisphero-Feuerball in diesem mächtigen Artefakt drin war. Und dann eine halbe Stunde später tauchen fünf Gildenmagier auf, die von den Dächern runterspringen und die dich dann verzaubern. Genau, siehst du? So ganz geht Eine das. Horde Magier. Die Ninja-Magier. Mann. Okay, super. Frosty,
Wir sind jetzt schon über eine Stunde. Das ist schon echt lang für unseren Podcast. Deswegen möchte ich gerne zum Ende kommen. Das war auch die letzte Frage. Wenn euch da draußen noch irgendetwas einfällt, irgendeine Frage, die ihr noch gern gestellt hättet, aber nicht dazu gekommen seid, schreibt sie einfach als Kommentar hier unten und runter unter diesem Video und vielleicht können wir die eine oder andere Frage noch beantworten. Genau, einfach da unten. In diesem Sinne lasse ich auch den Abspann laufen und bedanke mich bei dir, Frosty. Herzlichen Dank, dass du mit dabei warst und mir Rede und Antwort gestanden hast in diesem Podcast. Ja, ich hoffe, ich konnte euch erhellen, ich konnte euch Vergnügen bereiten und ich hatte viel Spaß mit euch. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ja, sehr gern wieder. Mach's gut, Frosty. Und auch an euch da draußen vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und mitgeholfen habt, diesen Podcast zu gestalten. Vielen Dank für eure Fragen, für euer Interesse. Wenn ihr gern ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören wollt, schreibt mich gern an, sei es via Mail, sei es im Discord-Server oder einfach als Kommentar unter den Videos, egal, lese ich alles. Und dann sammle ich gern diese Ideen und dann kommen wir dazu, vielleicht irgendwann dann auch diesen Podcast zu machen. Wie übrigens genau auch diesen Podcast hier, denn das war eine Einreichung von einem unserer Zuschauer, mal darüber was zu machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Lasst doch gerne mal irgendwie einen Daumen hoch da oder sowas. Ihr wisst, jegliche Interaktion hilft uns im Gasthaus sehr. Also in diesem Sinne, macht's gut. Schlaft schön. Wir hören, lesen und sehen uns. Ciao. Ciao.